jetzt haben wir hier vor Ort einen Mauersegler, der dort oben zwischen Dachrinne und Dachverkleidung eingeklemmt ist. Leider für uns keine Chance dran zu kommen. Wir haben jetzt über die Leitstelle die Feuerwehr nachgeordert. Ich habe Hallo gesagt zu ihr, mit der rechten Hand Hallo und mit der linken zugegriffen und sie war drin. War wirklich ganz, ganz einfach im Vergleich zu dem, was wir eigentlich erwartet haben. Wir sind alarmiert worden, dass wir zur Hilfe kommen sollen, zu den Kollegen, die bereits vor Ort waren, einen freilaufenden Hund einzufangen. Die hatten ihn im Prinzip unten schon in einem Kellergang gesichert. Jetzt waren wir nur sicherheitshalber nochmal da, haben das Netz ausgelegt, dass wenn er vielleicht doch nicht gleich fixiert werden kann, dass er nochmal versucht auszubrechen. Wir haben ihn aber, das Netz war nicht nötig, die Kollegin hat ihn angefüttert, hat ihm die Leine umgelegt. Kannst du nehmen. Da oben erkennt er dann. Da oben, also der ist jetzt ein bisschen da. Also wo gerade der Mauervorsprung ist, der hier. Da oben drüber hängt er. Ja, da oben drin, unter der Dachrinne, da sieht man hier nicht. Jetzt müssen wir mal hoch. Ist man vorbei müssen? Ja, noch nicht. Ist da jemand? Guck. Die UNA Tierrettung, guten Tag. Wir müssten bitte einmal in Ihren Hof. Wir haben eine Information, dass in Ihrem Dachkändel oben ein Mauerseglerkopf überhängt und eingeklemmt ist. Würden Sie uns bitte mal die Tür öffnen und den Zugang für den Hinterhof? UNA Tierrettung. Vielen Dank. Auf. Danke. So, auf. Mal gucken, wo das ist. Da. Siehst du? Genau über dem. Okay, ich sag Leitstelle Bescheid. Ruf durch. Ja. Von drin. Wurde ja schon gesagt, dass das auch geht. Frau, direkt auf dem Alleenring. Der hängt absolut zwischen Regenrinne und ja, Holz. 15 Meter schätzungsweise. Die Drehleiter kommt definitiv hier nicht raus. Was sagst du? Kran mit Korb übers Dach. Rahmen mit Korb übers Dach, meint Thomas, wäre eine Möglichkeit. Aber ob das mit dem Außenwärter überhaupt so weit ist, ist eine Frage. Okay, bitte. Und dann zum Ohr. Wann wir mal das? Aber da kann man nicht ran. Keine Frage. Drehleiter geht hier nicht. Ja. Passiert. So, jetzt haben wir hier vor Ort einen Mauersegler, der dort oben zwischen Dachrinne und Dachverkleidung eingeklemmt ist. Leider für uns keine Chance dran zu kommen. Wir haben jetzt über die Leitstelle die Feuerwehr nachgeordert. Warten jetzt auf den Rückruf von der Leitstelle, wo wir dann erfahren, wer von der Feuerwehr genau kommt und mit welchen Mitteln die dann hier uns unterstützen. Welche Mittel? Da geht hier nicht oder so? Nee, Drehleiter haben wir hier leider das Problem, dass wir hier in den Hof nicht reinkommen damit. Also besteht jetzt hier eigentlich nur die Chance, übers Dach, also entweder mit dem Höhenrettungstrupp, übers Dach sich abzuseilen. Oder gegebenenfalls einen Autokran mit einem angehängten Arbeitskorb einzusetzen. Wildtiere halten schon einiges aus, aber das ist schon eine sehr unglückliche Lage da oben. Da kann man jetzt nur hoffen, dass es durchhält, bis die Feuerwehr da ist. Danke. Einmal klicken und der würde mit dem Arbeitskorb bis dahin. Das wäre einfach das Problem. Auf der Seite. Das Badezimmerfenster. Scheint ja Angst hier zu haben. Ich habe meine Wohnungstür auch schon verpasst. Ich bin einmal eingebrochen im Industriehof. Das ist Bockenheim. So, hast du gesehen, wo ich rausgucke? Ich gehe davon aus,
dass er sogar übers Nachbarhaus nur rankommt. Beziehungsweise die Feuerwehr, die kommt nämlich. Höhenrettungszug ist angefordert. Ist angefordert, okay. Dauert im Moment, sind auch selbst noch im Einsatz. Also ich hoffe, dass der nicht zu viel rumzappelt, dass der noch durchhält bis dahin. Ja. Derweil können wir nämlich mal prüfen, dass wir ins Nachbarhaus gehen und die gleiche Schuhe. Alarmiert worden von den Gerüstbauern gegenüber, ja, die halt gesehen haben. Ja, ich hatte befürchtet, dass der genau da steckt. Was sind denn das für Fenster? Das sind Badezimmerfenster. Okay. Aber. Ja, weil wir kommen von dem Fässerchen auch nicht dran von dem letzten. Ja doch, wir können von oben die Seile runterlassen und dann da aussteigen. Ja. Hallo. Angeboten, wenn Sie den Arbeitsraum dabei gehabt hätten. Danke. So, ich mach zu. Ja, wir halt schon zu. Aus dem Brücken ja, das raus, machst du schon. Ich halt zu, damit er nicht abhaut.